Hier befinden wir uns auf der Verbindungsstraße zwischen Biererbach und Rechbarkhausen. Hier ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert mit einem Tanklastzug und einem PKW. Wir sind alarmiert worden zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerst eingeklemmten Person. Am Anfang ja, weil wir nicht genau wissen, ob sie an der Füße frei ist, ob sie in den Pedal hängt, aber wir hatten Glück und konnten die Person dann recht schnell aus dem Fahrzeug holen. Einen Verletzten, also einen Schwerstverletzten, das war der, wo wir rausgeholt haben mit einem Schere und Spreizer. Wir waren mit 2 Fahrzeugen im Einsatz, Feuerwehr Biererbach mit 2 Fahrzeugen, Feuerwehr Göppingen mit 3 Fahrzeugen und der Kreisbrandmeister von Göppingen. Ich weiß nicht, ob ihr gefunden habt.